Hi und herzlich willkommen hier bei einem weiteren Yu-Gi-Oh! Deck erklärt Video von eurem Frischi Toastbrot. Und wie man schon unschwer erkennen kann, dreht sich es heute mal um das Blue Eyes White Saga Deck, das ja auch erst vor kurzem, ich glaube vor 2 Monaten rausgekommen ist, erschienen ist. Und wir werden uns das ganze Deck mal unter die Lupe nehmen, werden auch einige Kombos und auch alle Karten hier mal besprechen, was sie so drauf haben. Wir fangen also an, erstmal mit dem Blue Eyes White Dragon. Darauf basiert das ganze Deck, ihn möglichst schnell auf das Spielfeld zu bekommen und den Gegner damit dann in dem Erdboden gleich zu machen sozusagen. Außerdem hier Kanin-Drache haben wir auch noch mit 2950 ATK, auch nochmal ein sehr angriffsstarkes Monster. Wir sehen 8 Sterne, das heißt wir brauchen dafür 2 Monster, die wir als Tribut anbieten. Deswegen spielen wir ja auch Alexandrit Dragon, der hat 2000 ATK, also auch sehr stark, genauso wie hier der Schimmerdrache, auch sehr angriffsstark, aber eben kein Effekt. Das einzig defensive Monster ist hier Flammwellwache mit 2000. Ist eben auch ein Empfänger. Warum? Weil wir auch hier in diesem Starterdeck, in diesem Structure Deck eine Synchro haben und dazu brauchen wir natürlich auch ein paar Empfänger. Beste Karte, will ich meinen, ist natürlich hier die Maid mit blauen Augen. Und jetzt ist es ziemlich cool, weil mit der Karte kriegt man eigentlich den blauäugigen weißen Drachen immer raus. Nämlich, wenn diese Karte als Ziel für einen Angriff gewählt wird, du kannst diesen Angriff annullieren und falls man das tut, muss man die Kampfposition der Karte ändern und kann einen blauäugigen weißen Drachen als Spezialbeschwörung von der Hand, vom Deck oder vom Friedhof beschwören. Na, jetzt ist natürlich blöd, wenn er irgendwie aus dem Spiel entfernt wurde, aber ansonsten ist es natürlich immer sehr gut, diese Karte. Und auch während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, die oder der diese offene Karte als Ziel wählt, kann man ebenso einen blauäugigen weißen Drachen als Spezialbeschwörung von Hand, Deck und Friedhof beschwören. Natürlich darf man nur einen Effekt davon aktivieren, sonst wäre diese Karte noch besser, als sie eh schon ist. Und das Beste, sie ist eben auch noch ein Empfängermonster. Das heißt, man kann dann mit ein bisschen Glück auch mit dieser Karte eine Synchrobeschwörung durchführen. Als nächstes kommen wir hier zu Reiter der Sturmwinde. Die ist ein bisschen anders. Man kann ein normales Monster vom Typ Drachen wählen, das man selbst kontrolliert und diese Karte dann mit der hier ausrüsten. Und das ist eben cool, weil man kann sie von der Hand einfach ausrüsten und falls ein mit dieser Karte ausgerüstetes Monster ein Monster in Verteidigungsposition angreift, dann könnt ihr dem Gegner durchschlagende Kampfschaden bereiten und falls ein Monster, das mit dieser Karte ausgerüstet ist, zerstört werden würde, dann kann man stattdessen diese Karte hier zerstören. Ist ziemlich nice, man kann auch den Gegner ein bisschen ärgern, indem man eben hier den weißen Drachen mit dieser Karte ausrüstet. Man muss sich ja natürlich bedenken, hier bei dieser Karte fangen nur diese hier an, darauf zu reagieren, weil es eben normale Monster sind. Wenn man jetzt ein Effektmonster nimmt, geht das Ganze gar nicht. Außerdem hier Finstersturm. Drache ist wieder ein Tributmonster. Diese Karte wird als normales Monster behandelt, das heißt, würde hier auch gehen, dass ihr mit dieser Karte ausrüstet. Und solange sie offen auf dem Spielfeld oder im Friedhof liegt, das ist also hier ein Zwillingsmonster und sie erhält folgenden Effekt, wenn der sie Zwillings beschwört. Einmal pro Spielzug kann man eine offene Zauber- oder Fallenkarte, die man selbst kontrolliert, auf dem Friedhof legen und dann alle Zauber- und Fallenkarten auf dem Spielfeld zerstören. Kann von Vorteil sein, wenn man mal irgendwie eine schlechte Zauberkarte gesetzt hat, was ja eigentlich in den normalen Decks nicht der Fall sein sollte, da sollte jede gut sein. Dann könnt ihr aber so, wenn der Gegner jetzt nur, sag ich mal, 4 Zauber- oder Fallenkarten gesetzt hat, ist es kein schlechter Schachzug. Ihr macht nur einen Verlust am besten und der dann gleich 4. Ebenso Kaisergleiter ist ziemlich interessant. Ihr braucht auch ein Monster dafür als Tribut. Er ist mit 2400 sehr angriffsstark. Und das Beste ist eben, diese Karte kann nicht durch Kampf mit Monstern mit derselben ATK zerstört werden. Ja, muss man jetzt überlegen, gibt es viele Monster mit 2400 ATK? Bestimmt. Auf jeden Fall, wenn diese Karte zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, kann man ein Monster auf dem Spielfeld wählen und dieses gewählte Ziel dann auf die Hand zurückgeben. Das ist also der eigentliche gute Effekt an dieser Karte. Das mit den 2400, also den gleichen Angriffspunkten, ist vielleicht jetzt nebensächlich meiner Meinung nach.
Ebenso stark ist hier dieser priesterliche Drache von Tefnuit. Früher waren die priesterlichen Monster auch sehr, sehr begehrt. Diese besagt nämlich, falls der Gegner kein Monster kontrolliert, oder beziehungsweise falls dein Gegner ein Monster kontrolliert und du kein Monster kontrollierst, kann man diese Karte specialen. Also es geht eigentlich fast in dieselbe Richtung wie Cyberdrache. Und diese Karte kann nicht in dem Zug angreifen, als sie gespecialt wurde. Ist natürlich auch klar, wäre sonst ein bisschen zu much, sage ich mal, too much. Und das Beste ist eben, wenn diese Karte als Tribut angeboten wird, beschwöre ein normales Monster vom Typ Drachen als Spezialbeschwörung von deiner Hand, deinem Deck oder deinem Friedhof und seine ATK und Defense werden zu Null. Also auch hier wieder, das bezieht sich eben nur auf diese normalen Monster. Und da kann man sich eben überlegen, ob man sich jetzt vielleicht sogar noch ein Flammenwell Wache holt und dann hat man ja, sage ich mal, wieder die Möglichkeit, eine Synchro-Beschwörung durchzuführen, weil hier der Flammenwell-Wache ist ja auch ein Empfängermonster. Und das ist halt das Schöne, dann könnt ihr gleich, wenn ihr diese als Tribut anbietet, dann habt ihr ja auch noch ein Tributmonster und könnt euch überlegen, ob ihr vielleicht ja doch hier den himmelblauäugigen silbernen Drachen holt. Ne? Und das Beste ist, ihr habt hier auch einen Trugbilddrachen drin, der war damals auch sehr cool. Der Gegner kann einfach mal keine Fallenkarten in eurer Battle Phase aktivieren. Das heißt, nichts mit Spiegelkraft, nichts mit Sakurezu-Rüstung oder magische Zylinder womöglich. Himmlischer Drache, Apokalypt. Einmal pro Spielzug könnt ihr eine Karte abwerfen und dann ein Monster vom Typ Drachen im Friedhof wählen und das gewählte Ziel dann auf die Hand zurückholen. Ist ganz cool. Wenn man zum Beispiel hier den Kyberman sich zurückholt, der ja besagt, man kann diese Karte offen als Tribut anbieten und dann einen blauäugigen weißen Drachen von der Hand specialen. Deswegen ist diese Karte auch eine der Top-Karten in diesem Deck neben der Might mit blauen Augen. Und wenn man die sich dann wieder zurückholt, dann hat man eben wieder die Möglichkeit, wenn man natürlich drei weiße Drachen wie normal spielt, natürlich hier nur der Anfangsdeck sozusagen, das müsst ihr natürlich noch weiter ausbauen, könnt ihr dann wieder einen weißen Drachen beschwören. Der weiße Stein der Legende ist natürlich hier der Searcher für einen weißen Drachen, weil wenn diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, durch welchen Effekt auch immer oder durch Kampf, kann man seiner Hand einen blauäugigen weißen Drachen einfach mal so hinzufügen. Natürlich vom Deck, nicht vom Friedhof, also dass da keine Missverständnisse kommen. Herold der Schöpfung, ziemlich nice. Man kann eine Karte abwerfen und dann ein Monster Stufe 7 oder höher im Friedhof wählen und das gewählte Ziel dann auf die Hand zurückgeben. Ist natürlich denn meistens der weiße Drache. Ganz einfach deshalb, weil hier Keimerman haben ja Effekte, dass man den eben von der Hand specialen kann. Also man darf nicht einen blauäugigen weißen Drachen aus dem Deck specialen, sondern von der Hand. Und mit dieser Karte kann man sich eben sehr gut den weißen Drachen wieder auf die Hand holen und kann dann mit Keimerman wieder diese ganze Chose abwickeln. Ne? Also das ist ziemlich gut. Jetzt kratzt mich gerade am Ohr. Aber weiter geht's hier mit Seepferdkaiser. Finde ich auch ziemlich nice. Die wird hier einfach als zwei Tributmonster genommen. Für ein Lichtmonster. Und ratet mal, was der blauäugige weiße Drache für einen Typ hat. Genau, Licht. Und deswegen ist es ganz cool. Ihr braucht nur die Karte, könnt gleich mal einen weißen Drachen rausholen. Honest, einfach nochmal, um dem Gegner noch mehr Schaden zuzufügen, muss ich eigentlich nicht mehr näher besprechen. Viel wichtiger ist hier auch noch Glänzender Elf. Das ist sozusagen die Search-Karte, damit ihr ein paar Lichtmonster, also ihr könnt ein Lichtmonster mit 1500 oder weniger ATK vom Deck in offene Angriffsposition specialen. Und da habt ihr ja wirklich viele Möglichkeiten. Also ihr könnt den hier holen, ihr könnt den hier holen, ihr könnt nicht die zwei hier holen, meine ich natürlich. Ihr könnt aber den weißen Stein der Legende holen. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und das Beste ist natürlich, wenn ihr Kaibermann holt, könnt ihr gleich wieder den Effekt hier abwickeln, dass ihr den als Tribut anbietet und schon wieder einen weißen Drachen auf dem Feld. Als nächstes kommen wir hier zu den wichtigen Zauberkarten. Und da haben wir einmal Drachenschreien. Der ermöglicht es uns, wenn wir ein Monster vom Typ Drachen vom Deck auf den Friedhof legen. Und falls das ein normales Monster vom Typ Drache ist, dann kann man ein weiteres Monster vom Typ Drachen vom Deck auf den Friedhof legen. Und man kann natürlich nur einen Drachenschrein aktivieren, sonst wäre es auch ein bisschen overpowered.
Meistens holt man sich dann, wie gesagt, hier den blauen weißen Drachen einfach mal auf dem Friedhof und holt sich den mit Herold wieder zurück. Oder aber, und diese Karte ist ja leider verboten, deswegen macht es auch meiner Meinung nach nicht viel Sinn, sich die Karten auf dem Friedhof zu holen, Wiedergeburt. Aber, es gibt natürlich ein kleines Aber, wir haben hier einmal Ruf der Gejagten drinne, die ermöglicht es uns natürlich auch nochmal, ähnlich wie Wiedergeburt, uns die Monster aus dem Friedhof zurückzuholen. Würde ich deshalb, weil gerade auch Wiedergeburt gesperrt ist, dreimal hier in diesem Deck spielen, damit es überhaupt was bringt, mit zum Beispiel Drachenschreien die Monster auf den Friedhof zu legen. Als nächstes Drachenodem der Zerstörung darf natürlich nicht fehlen. Falls man einen blauäugigen weißen Drachen kontrolliert, darf man alle Monster, die der Gegner kontrolliert, zerstören. Aber der weiße Drache kann in diesem Spielzug nicht angreifen, in diesem diese Karte aktiviert wurde. Also das ist sonst, wäre es echt irgendwie zu ungerecht. Aber auf jeden Fall, immer mein Computer, der spinnt immer ein bisschen. Ja, wer hier eine Lösung hat, also nebenbei, wer hier eine Lösung hat, der kann mir gerne das in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall hier, wo waren wir stehen geblieben? Bei Flügelschlag des Drachengiganten. Jetzt muss ich erstmal sehen, ob hier das noch aufnimmt. Genau, nimmt noch auf so. Flügelschlag des Drachengiganten. Man kann ein Monster vom Typ Drachen der Stufe 5 oder höher, das man selbst kontrolliert, auf die Hand zurückgeben. Und falls man das tut, kann man alle Zauber- und Fallenkarten auf dem Spielfeld zerstören. Also kann da auch wieder sehen, wenn der Gegner viele Zauber- und Fallenkarten gesetzt hat, kann man die sehr gut setzen. Ebenso in Zahlungnahme ein Level 8 Monster abwerfen. Also hier gibt es ja auch genug. Ja, auch mit 8 Sternen. Und dann kann man zwei Karten ziehen. Cool ist hier auch Geschenk des weißen Elefanten. Man legt ein offenes Nicht-Effekt-Monster, das man kontrolliert, auf dem Friedhof, kann auch nochmal zwei Karten ziehen. Ja, also gleiches Prinzip, bloß dass man es eben vom Spielfeld schon auf dem Friedhof legt. Einer für einen, auch eine Karte, die sehr häufig in Decks gespielt wird. Man darf ein Monster von der Hand auf dem Friedhof legen und dann ein Monster Stufe 1 als Spezialbeschwörung von der Hand oder dem Deck beschwören. Und da kommen natürlich hier entweder die, also eigentlich meistens die Maid mit blauen Augen raus. Man könnte theoretisch auch den hier setzen, aber das würde ich euch nicht empfehlen. Oder ihr setzt der weiße Stein der Legende mit dieser Karte und wenn die dann wieder auf dem Friedhof kommt, könnt ihr wenigstens einen weißen Drachen auf die Hand zurückbekommen. Ansonsten Drachentaktik, beziehungsweise Drachentaktiken. Man darf zwei Monster vom Typ Drachen als Tribut anbieten und dann kann man ein Monster vom Typ Drachen der Stufe 8 als Spezialbeschwörung vom Deck beschwören. Ne? Ansonsten wäre das ja irgendwie witzlos. Und das ist natürlich cool, wenn ihr keinen weißen Drachen habt, sondern der noch irgendwo unter, wahrscheinlich die unterste Karte ist am besten noch. Deswegen ziemlich nice die Karte. Seelentausch, ja, ihr könnt eben ein gegnerisches Monster als Tribut anbieten, dürft aber keine Battleface mehr dann durchführen. Verräterische Schwerter, ja gut, das sind halt so alte Karten, genauso wie Beinkontrolle, die man damals so reingepackt hat. Burg der Drachenseelen ist vielleicht noch ganz interessant. Man kann ein Monster vom Typ Drachen vom Friedhof verbannen und dann ein Monster wählen, das man selbst kontrolliert. Das erhält dann 700 ATK. Und wenn diese offene Karte auf dem Spielfeld zerstört wird, dann kann man ein verbanntes Monster vom Typ Drachen wählen und es dann als Spezialbeschwörung beschwören. Ne? Und das ist eigentlich ziemlich nice, weil ihr könnt einfach das verbannte Monster, also was ihr verbannt habt, da könnt ihr ein richtig starkes nehmen und seid euch dann gewiss, dass ihr dann noch ein richtig starkes Monster mit dem Verlust dieser Karte aufs Spielfeld bekommt. Teuflische Ketten, einfach Effekte annullieren. Kunai mit Kette muss man eigentlich auch nicht sagen, man kann ein offenes Monster, was man selbst kontrolliert, um 500 ATK ausrüsten. Oder wenn ein gegnerisches Monster einen Angriff deklariert, wähle das angreifende Monster und kann man in Verteidigungsposition ändern und dann eventuell eben hier mit der Karte hier, also wenn jetzt ein Monster mit der Karte hier ausgerüstet ist, dann durchschlagende Kampfschaden zufügen dem Gegner. Habe ich ja vorhin auch erläutert.
außerdem Schadenskondensator. Wenn man Kampfschaden erhält, wirf eine Karte ab, beschwöre ein Monster mit ATK kleiner oder gleich dem Kampfschaden, den du erhältst, als Spezialbeschwörung vom Deck in offener Angriffsposition. Ist meiner Meinung nach ziemlich nice, weil stell dir mal vor, ihr kriegt irgendwie durch einen Zufall 6000 Lebenspunkte minus, dann könnt ihr euch gleich hier alle Monster holen, also das, was ihr wollt, macht man natürlich nach taktischen Gesichtspunkten, was jetzt in eurer jeweiligen Situation dann auch am wichtigsten ist. Und Wachsamkeit des Champions, also hier Zwangsverkehrungsgerät finde ich jetzt nicht so interessant, aber Wachsamkeit ist nochmal wichtig, weil falls man ein offenes, normales Monster der Stufe 7 oder höher kontrolliert, wie zum Beispiel ein weißer Drache, und wenn ein Monster beschworen würde oder eine Zauberkarte oder Fallenkarte aktiviert wird, kann man diese Beschwörung der Aktivierung und also stoppen und einfach die Karte zerstören. Ist also ziemlich nice. So, am Schluss haben wir natürlich hier die richtig geile Synchro-Karte mit 3000 Defense und 2500, den himmelblauäugigen silbernen Drachen. Und dazu braucht ihr, wie gesagt, einen Empfänger, ein oder mehr normale Nicht-Empfänger-Monster. Das heißt, entweder hier den hier und den hier oder den hier und den hier oder den und den. Also es gibt da sehr, sehr viele Kombinationen natürlich, sonst wäre es ja auch witzlos. Und Monster vom Typ Drachen, die du derzeit kontrollierst, können bis zum Ende des nächsten Spielzugs weder als Ziel für Karteneffekte gewählt werden, noch können sie diese zerstören. Das heißt, ihr habt eigentlich so eine richtig geile Barriere. Und die werden von Effekten einfach mal unberührt bis zum nächsten Spielzug. Einmal pro Spielzug während der Standby-Phase, also die Karte legt nur einen drauf, kann man ein normales Monster in dem Friedhof wählen und das gewählte Ziel dann als Spezialbeschwörung auf den Spielfeld, auf das Spielfeld beschwören. Also man kann jetzt hier sämtliche normalen Monster, die auf den Friedhof gekommen sind, in der ganzen Partie wieder zurückholen. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt einiges erklären können, auch einfach ein paar Karten erklären können und Kombis, beziehungsweise Kombos, keine Ahnung, wie der Plural davon heißt, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt noch dran seid, dann schreibt irgendwas Lustiges in die Kommentare wie Bongo oder Lulatsch. Ne? Ich finde es immer so witzig, weil das ist dann immer so ein kleiner Insider. Ne? Die, was weiß ich, nur vier Minuten geschaut haben, die ärgern sich dann voll und wissen überhaupt nicht Bescheid, was labern die denn. Und ich finde es einfach extrem witzig, weil das ist dann so einfach so ein Insider. Ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es das hier mit Saga of the Blue Eyes White Dragon Deck, genau so heißt es. Und das war hier das Erklärvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch einen Daumen nach oben und besucht meinen Kanal, beziehungsweise besucht auch die anderen Deck-Erklärvideos. Ich bin draußen, euer Frischi Toastbrot. Macht's gut, Leute. Ciao.